Jetzt folgt ein kleines Erklärstück, was es denn mit einer parlamentarischen Bürgerinitiative so auf sich hat, was mit den Unterschriften, die heute abgegeben worden sind, geschieht, wie der formale Ablauf jetzt weitergeht und vor allem, dass es auch die Möglichkeit gibt, online zu unterschreiben. Und das erklärt uns jetzt der Karl Staudinger, der heute schon am Wort war. Bitte Karl, wie geht es denn jetzt formal mit dieser Sache weiter? Ja, das Erste ist, dass geprüft werden muss, ob die Unterschriften auch vollständig vorliegen. Ich habe schon gesagt, mit 500 Unterschriften genügen. 11.000 haben wir übergeben. Das wird passen wahrscheinlich. Wenn die Präsidentin das überprüft hat, dann weist sie die Parlamentarische Bürgerinitiative dem zuständigen Ausschuss zu. Das ist der Petitions- und Bürgerinitiativenausschuss. Und der Ausschuss entscheidet dann, wie er das behandelt. Da kann er Experten einladen, kann er Gutachten einholen. Und diese erste Sitzung über die Initiative wird am 6. März sein. Und voraussichtlich wird es im Mai oder Juni dazu kommen, dass auch Heini eingeladen wird und dass das dann im Initiativenausschuss, Petitions- und Bürgerinitiativenausschuss behandelt wird. Was der Ausschuss dann tun kann, ist, dass es weiterleitet an den zuständigen Fachausschuss, der dann einen Gesetzesantrag an den Nationalrat stellen kann. Und da werden wir eifrig bemüht sein, dass wir selber schon an Gesetzesformulierungen basteln und uns auch mit den Abgeordneten ins Vernehmen setzen, damit wir rechtzeitig vor der Sommerpause auch wirklich einen Gesetzesbeschluss des Nationalrates zusammenbringen. Die andere Schiene, habe ich vorher schon kurz angesprochen, ist, dass wir auch die Rechtsauffassung der FMA bekämpfen. Die FMA, man muss ja als Jurist sagen, ich habe Respekt vor dieser Institution, sie ist wichtig, aber ihr Job ist es, im Bankenreich für Ordnung zu sorgen. Und was sie derzeit macht, ist, das Bankenreich auf Gebiete auszudehnen, wo es nichts verloren hat. Und die Methode dieser Auslegung ist die Interpretation des Begriffs Einlagengeschäft. In § 1 vom Bankwesengesetz, und es wird behauptet, dass das, was GEA macht, was Helios macht, was die EZA macht, was Jugend eine Welt macht, dass das gewerbliche Einlagengeschäfte sind. Und das, glaube ich, das können wir und werden wir auf jeden Fall mit allen Kräften zu bekämpfen versuchen. Eine Bank nimmt das Spargeld von Sparern entgegen und macht dann damit, was sie glaubt, dass ihr das möglichst lukrativ ist, ja, wo für die Bank selber auch noch was abfällt, natürlich. In dem Fall, bei diesen Beteiligungsmodellen, braucht es keinen Vermittler. Man braucht die Bank nicht, sondern der Kontakt wird direkt hergestellt zwischen denen, die einen Zweck, ein Anliegen unterstützen wollen und denen, die dieses Geld brauchen, um etwas zu unternehmen, um etwa um eine neue Energieanlage zu errichten und dergleichen mehr. Das ist kein Bankgeschäft. Wir sind mit einigen Kapuzundern dieses Fachbereichs in Kontakt und wir haben gute Unterstützung und wir werden, wie gesagt, wir sind zuversichtlich und ich glaube, wir schulden es auch diesen in vielen Initiativen, dass wir jetzt, wo wir einen Bescheid von der FMA haben, dass wir wirklich versuchen, hier auch das Beste herauszuholen und vor dem unabhängigen Verwaltungssenat, vor dem Verwaltungsgerichtshof und auch vor dem Verfassungsgerichtshof diese Rechtsauffassung der FMA zu bekämpfen. Okay. Wie solche Verträge im Einzelnen auszugestalten sind, dass es auch in Zukunft nicht zum Missbrauch kommen kann. Welche Ideen wir dazu haben, das erklärt euch der Markus Distelberger, der sich in dem Bereich schon lange beschäftigt und sich super auskennt. Markus? Applaus.